Hallo und herzlich willkommen, liebe Zockerfreunde, zu einer Bundesliga-Folge. Und ja, wie es der liebe Zockergott immer so möchte. Ich habe gerade wieder mein perfektes Internet, jetzt mit einer 200.000er Leitung und einen super Upload. Und keiner hat Zeit, mit mir die Bundesliga-Aufnahmen zu machen, also muss ich sie schnell alleine machen. Und das erste Spiel ist natürlich am Freitag um 20.30 Uhr, am 21.10. die Hamburger gegen die Eintracht, also Platz 17, der vorletzte gegen Platz 8 zu Hause. Es wird richtig, nicht einfach, sagen wir es mal so. Sie können ja eigentlich auch, haben Sie nicht noch, ach verdammte Scheiße, okay, dann müssen Sie halt so nehmen. Ich nehme den Online-Kader, wie gesagt, und werde da auch nichts Großartiges dran ändern. Wie gesagt, ich schneide euch das Beste zurecht und möge der Bessere gewinnen. HSV-Filmer. So, und hier sehen wir nochmal ganz kurz die Aufstellung. Bla bla blub. Und da ist der René mit seiner FIFA 15 Frisur. Und ich würde sagen, es geht los. Achter Spieltag. Hamburg zu Hause. Hoffentlich siegreich gegen die Jungs aus Frankfurt. Ja, und dann war schon mal hier so ein bisschen die erste druckvolle Szene gewesen im Raum der Frankfurter. Aber dann konnte der Verteidiger dort, der Eintracht, richtig gut das Ding nochmal abwehren. Abraham war es gewesen. Abraham, ist der nicht von Hoffenheim gekommen? Ah, egal. Luis Holtby soll es machen. Und ich bin mit Ecken ja noch gar nicht so gut vertraut. Und das war's dann. Tja, und dann ist es passiert, Schlag auf Schlag ging es dann ganz gut. Wir konnten die Eintracht noch ein wenig von unserem Tor weghalten und dann hier zapp, einmal ins Außen, dann rein, kurz weitergegeben und dann eigentlich ein Stolperball. Ein Stolperball, muss man ja sagen, hat ihn ja gar nicht richtig gekriegt und den hat Adler einfach zu spät gesehen und sich nicht richtig gut gestreckt, wie es eigentlich machen müsste. Und so liegen wir jetzt nach einer guten halben Stunde zurück zu Hause gegen die Eintracht. Ja, und wieder eine Wahnsinnschance hier für die Eintracht. Er steht perfekt. Das ist eigentlich eine 1000-prozentige Chance. Wir können sie gerade noch so abwehren zu einer Ecke und ja, mal gucken, was da jetzt noch bei rauskommt. Die Ecken waren jetzt nicht ganz so gefährlich immer von der Eintracht. Ja, und den hat dann auch Adler. So, jetzt hier mal die Chance. Und wir geben ab. Und da ist es. Wir können den Ausgleich machen zum 1:1. Da hatten wir mit Aaron Hunt eine richtig gute Möglichkeit. Konnten den Ball vom Verteidiger abnehmen, haben sie sehr, sehr stark jetzt unter Druck gesetzt. Ja, ich habe jetzt hohen Druck gemacht und auch volle Granate. Da haben wir Glück gehabt, dass wir den Verteidiger das abgeben konnten. Und dann hat er einfach richtig gut den Pierre-Michel Lasogga gesehen, der den Ball ganz schnell verwandelt hat. Ja, das war dann aber auch eine 1000-prozentige Chance. Und somit sind wir zurück, dank Hunt und Lasogga. 1:1, endlich mal nach 55 Minuten. Richtig gut im Spiel sind wir trotzdem nicht gekommen. Noch viel zu viele Ballverluste und auch die Zweikämpfe sehen recht schwach aus. Die Eintracht hier doch eher dominierend, aber wir sind zurück und jetzt müssen wir zusehen, dass wir hier draus irgendwas machen können. Ja, und jetzt gab es hier mal den Zweikampf zwischen Costa und der Eintracht, ja, und da musste Douglas, nicht Costa, sondern Douglas Santos musste dort sich jetzt die gelbe Karte einholen. Er wollte dort ein bisschen rein. Hätte, wenn Puckmuck, muss man gucken. Hier die nächste Auswechslung bei der Hertha. Alexander Meyer wird gehen und für ihn kommt Herrgott. Und ich denke mal, auch wir werden jetzt wohl mal ein bisschen wechseln und werden den gelb belasteten mal rausbringen und werden dort für mal, ach ja, wen bringst du da denn wieder? Da bringst du denn Diekmeier und sagst, Sakai, du kannst nämlich auch links spielen, also mal rüber. So, und für Hand kommt jetzt einfach mal
Halilovic. Und für Lasogga kommt jetzt einfach mal Wood. Wood soll dann ein bisschen die Abwehr noch überlaufen. Gucken wir mal, ob wir das so hinkriegen, wie wir uns das vorstellen. 62. Minute, eine Stunde ist rum. 40 Minuten sind nur noch zu spielen. Gucken wir mal. Boah, und dann hatten wir die große Chance. Richtig gutes Zusammenspiel, das klappte sonst nicht so gut. Hier sehen wir nochmal Halilovic, richtig gut durch. Bobby Wood, nee, Kostic war es gewesen. Kostic wollte gleich verwandeln, kam nicht richtig, ist auf dem Fuß weggerutscht. Und da, denn, ja, recht Glück für die Eintracht. So, jetzt versuchen wir es mal hier. Nein, den haben wir auch nicht gekriegt. Und dann war es das hier, doch noch nicht. Oh, Müller wird dort gefault. Da wird es denn jetzt nochmal den Freistoß geben. Indirekt mal ganz schnell. Kostic. Der Torwart konnte dort nur mit dem Handrücken dort nochmal hin. Wir gehen mal hier in die freie Ecke. Müller. Oh, die Chance. Und der gerade eingewechselte Frankfurter hat sich auch gerade verletzt jetzt hier. Müssen wir mal schauen, was da noch kommt. Aber jetzt geht es erstmal Abstoß. 7 Minuten nur noch zu spielen. Oh, jetzt nochmal. Halilovic ist da drin, aber der kann nicht richtig schießen, habe ich so das Gefühl. Und kommt nicht richtig mit voller Kraft zum Schuss. Und ja, wir machen jetzt hier nochmal richtig gut Druck. Aber es wird wohl, glaube ich, nicht reichen, um hier gegen die Eintracht noch was auszufüllen. Nein, da ist Schluss fürs. Wenigstens konnten wir ein Unentschieden zu Hause gegen die Eintracht bringen. Das ist doch auch mal was. Schreibt mal eure Meinung zum Spiel. Wie glaubt ihr, wird das abschneiden? Also, Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.